Herzlich willkommen an alle Online-Händler da draußen. In diesem Video werde ich dir zeigen, wie du es mit Influencer-Marketing schaffst, dein Produkt, dein E-Commerce-Business aufs nächste Level zu bringen, deine Gewinne und Umsätze extrem krass zu erhöhen. Für wen ist dieses Video? Im Grunde genommen für jeden, der seine Produkte online verkauft. Egal, ob das auf Amazon, auf eBay, auf Shopify, auf der eigenen Webseite oder wo auch immer ist. Dieses Video wird dir extrem dabei weiterbringen, wirklich extrem dabei weiterhelfen, mehr zu verkaufen und wahrscheinlich sogar deine Marketingkosten langfristig zu senken. Was wirst du heute lernen, wenn du dir dieses Video komplett anschaust? Dann wirst du danach wissen, erstens, worauf kommt es an beim Influencer-Marketing? Was für Influencer sind überhaupt interessant? Wie hoch sollen die Followerzahlen da in dem Bereich sein? Ja, womit kannst du rechnen? Womit kannst du auch rechnen, wie teuer das Ganze ist? Und wie findest du den richtigen Influencer für deine Produkte? So, und zum Ende des Videos verlinke ich dir noch ein ganz, ganz kurzes andere Video für alle Leute, die auf Amazon verkaufen, denn da ist noch eine Sache extrem wichtig zu beachten, wenn du Traffic von außerhalb von Amazon auf Amazon draufbringst, dass das Ganze auch wirklich funktioniert. Aber jetzt lasst uns anfangen, lasst uns starten. Wie bringst du dein E-Commerce-Business mit Influencer-Marketing aufs nächste Level? So, die erste Frage, die du natürlich stellen musst, ist, was für Influencer kommen überhaupt in Frage für dich? Auf welchen Plattformen sollen die Influencer sein? Und so weiter und so fort. Deswegen werden wir am Anfang mal drei wichtige Sachen aufschreiben. Ja, drei grundsätzlich extrem wichtige Sachen, die du immer und egal auf welcher Plattform du Marketing betreiben möchtest, unbedingt beachten solltest. Und zwar ist das erstens die Follower-Anzahl. Die sollte nämlich zwischen 15.000 und 150.000 Followern liegen. Ja? Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du darauf achtest. Viele Leute kommen an und sagen, hey, ich möchte mit einem YouTuber oder mit einem Instagram-Model oder was auch immer mit 1, 2, 3 Millionen Abonnenten zusammenarbeiten. Aber du hast da einen unglaublich großen Nachteil. Die sind extrem, extrem krass teuer, ja, denn du bezahlst später meistens pro Follower. Und auf der anderen Seite hast du auch noch den Nachteil, dass meistens die Zielgruppe da viel, viel weiter ist. Ja, das bedeutet, jemand, der mehr in die Nische geht, wird für dich später viel, viel interessanter sein, als jemand, der sich sozusagen für alle Leute öffnet. Deswegen sind diese Followeranzahlen definitiv die besten. Wenn da jetzt mal 500, 2000 mehr oder weniger sind, sollte das alles kein Problem sein. Ja, das sind natürlich Richtlinien. Und bei dieser Followerzahl ist hier natürlich aber ganz wichtig, ja, dass er nicht nur viele Follower hat, sondern dass diese Follower auch wirklich mit deinem Produkt übereinstimmen. Sozusagen, dass die Followerschaft des Influencers deine Zielgruppe ist. Es bringt dir am Ende des Tages nichts, wenn du zum Beispiel Angeln verkaufst, die bei irgendeinem Schminktipp-YouTuber reinzupacken. Ja, da wirst du keine Verkäufe machen. Du musst wirklich darauf achten, dass die Zielgruppe mit der des Influencers übereinstimmt. Der zweite extrem wichtige Punkt ist die Engagement Rate. Und zwar, was besagt das? Das bedeutet, wie viele Leute tatsächlich mit dem Content, der von dem jeweiligen Influencer produziert wird, interagieren. Ja, das bedeutet zum Beispiel, wenn der ein Instagram-Bild postet und der hat jetzt beispielsweise, sagen wir einfach mal 100.000 Follower, wie viel Prozent von diesen 100.000 geben auch wirklich ein Like oder schreiben einen Kommentar? Ja, und diese Engagement Rate, die sollte bei mindestens 2-3% liegen. Ja, das ist der unterste Wert im Optimalfall. Im Optimalfall hast du hier Werte von über 4%. Ja, das ist wirklich richtig, richtig top. Das ist so das Mindeste. Alles, was da drunter ist, solltest du von vornherein ausblenden. Ja? Denn umso höher diese Engagement Rate ist, desto mehr weißt du, die Leute, die diesen Influencer folgen, die sind auch wirklich Fan, die interessiert auch wirklich, was der macht. Die haben dazu ihre eigene Meinung. Und das ist natürlich was, was dich extrem pusht und später, wenn du deine Produkte dort vermarkten möchtest, auch extrem dabei unterstützt, einfach mehr Klicks zu bekommen. Denn seien wir mal ganz ehrlich, und das ist auch das Krasse bei Influencer-Marketing, ja, du kannst hier teilweise wirklich, sagen wir mal, da hat jemand 30.000 Follower und der hat eine Engagement-Rate von 10-15%. Das musst du dir mal vorstellen, wie krank da der Effekt sein kann auf deine Produkte. Da kannst du von einem Tag auf den anderen deine Verkäufe verdoppeln, verdreifachen, verzehnfachen. Ja? Und das ist auch der Grund, warum ich dieses Video mache, weil es einfach eine extrem krasse Chance ist. Jetzt wollen wir aber weitermachen, und zwar mit dem dritten Punkt. Und zwar, der dritte Punkt ist im Grunde genommen so ein bisschen der Wert der Follower.
Und zwar solltest du ganz kurz schauen, dass die Leute, die derjenigen Person folgen, auch tatsächlich organische Menschen erstmal sind. Ja, das bedeutet, wenn du zum Beispiel in die Kommentare mal reinschaust, ja, was unter so einem Instagram-Post ist oder unter einem YouTube-Video, schreiben die tatsächlich irgendwas zu dem, was er da postet, oder schreiben die, yo, follow back, oder komm auf meinen Kanal oder was auch immer. Ja, schreiben die tatsächlich interessante Sachen. So, und jetzt möchte ich dir gerade mal noch einen super coolen Trick hier am Computer zeigen, und zwar, wie du noch zusätzlich herausfinden kannst, ob diese Follower auch tatsächlich echte Menschen sind und hinterher, dass es keine Maschinen oder Roboter sind, die sich der Influencer eingekauft hat, denn die können am Ende nicht dein Produkt kaufen, ja? Und zwar, wir gehen jetzt einfach mal auf YouTube, ich habe hier mal Schminktipps einfach eingegeben, weil das, glaube ich, so eine klassische Sache ist, und jetzt können wir uns einfach mal anschauen, das Hallo. Video wollen wir natürlich nicht sehen, können wir einfach mal auf diesen Kanal drauf gehen. Ja, und jetzt wird es richtig interessant, auch dieses Video wollen wir nicht sehen. Hier oben kannst du dir im Link, ja, da siehst du hier diese Nummer, die kannst du dir herauskopieren. Und dann gehst du auf die Webseite socialblade.com. Ja, socialblade.com, und hier kannst du das hier rechts oben eingeben. So, und wenn du jetzt auf Suchen klickst, dann bekommst du die genauen Daten zu diesem Channel hier raus. Ja, das funktioniert auch, das kann ich dir mal zeigen, es geht auch auf Instagram, auf Facebook. Wir kommen gleich noch dazu, welche Plattformen interessant sind, worauf du dabei achten musst. So, und wenn du jetzt hier einmal auf Detailed Statistics klickst, ja, hier vorne einmal draufklicken, dann kannst du ganz einfach runterscrollen und hier siehst du eine Menge Daten, die auch sicherlich alle noch interessant sein können, wie viele Views macht die etc. und so weiter und so fort, aber ein sehr, sehr interessanter Graph, und zwar Total Subscribers. Ja, hier hast du sozusagen jetzt einen Graph von September 2016 bis heute und siehst da, wie viele Abonnenten die hat. Ja, und das Coole jetzt dabei ist, dass du sehen kannst, ob da extrem große Sprünge drin sind. Wenn zum Beispiel du sehen würdest, dass einmal im Monat die auf einmal von 7.000 auf 27.000 gesprungen ist oder irgendwas Unnormales hier in diesem Graph ist, der sozusagen nicht so wie jetzt so relativ geschmeidig verläuft, das ist ein gutes Zeichen, sondern dass da sozusagen einfach so ein Break drin ist. Ja, dann könntest du damit rechnen, okay, da hat sich wahrscheinlich Follower eingekauft, und das wäre ein schlechtes Zeichen, ein Zeichen dafür, dass du nicht mit dem oder der Influencerin zusammenarbeiten solltest. So, jetzt wollen wir aber zu dem Punkt kommen, dass ich dir ein bisschen was darüber erzählen will, wo funktioniert Influencer-Marketing am besten oder wo solltest du das Ganze erstmal angehen. Es gibt ja tausende von Plattformen mittlerweile, Twitter, Pinterest etc. Es ist eine Menge neue Sachen dabei, das alles sicherlich auch sehr, sehr interessant ist. Wir werden uns aber heute mal auf die drei meiner Meinung nach interessantesten und wichtigsten Punkte fokussieren. Und man kann im Grunde genommen von vornherein nicht sagen, dass es eine Plattform gibt, die besser ist, eine Plattform gibt, die schlechter ist. Denn eine Sache, die du herausfinden solltest zu deiner Zielgruppe, ist deren Alter und auf welcher Plattform die sozusagen socializen. Ja? Wo sind die drauf? Zum Beispiel sind ältere Leute eher auf Facebook, jüngere Leute sind viel auf Instagram. Auf YouTube zum Beispiel gibt es ganz, ganz viele Leute. Wir schauen uns aber erstmal an. Also auf Facebook ist definitiv sehr, sehr interessant, Werbung zu schalten. Und hier kannst du sehr gut zusammenarbeiten, entweder mit Seiten oder mit Gruppen. Ja, was auch eine sehr, sehr interessante Sache sein kann, denn gerade in Gruppen gibt es oft themenrelevantere Zielgruppen. Ja, dass du zum Beispiel eine Gruppe hast, was hatten wir vorhin gesagt, wir gehen gerne angeln, ja, oder angeln gehen am Sonntag oder was auch immer. Ja, oder eine Seite zum Beispiel mit Blinkerfischen oder wie auch immer. Ja, dass du sozusagen eine Seite findest, und hierbei, bei Seiten, sind in der Regel Personen besser. Ja, das heißt, wenn die Seite von einer Person betrieben wird, also zum Beispiel jetzt in dem Fall jemand, der bekannt ist im Bereich Angeln, warum wir jetzt dieses Beispiel haben, und eben nicht eine Seite, zum Beispiel eine Zeitschrift, ein Magazin dazu oder eine Marke, ja, auf der willst du sowieso keine Werbung schalten, mit der zusammenarbeiten, das wird die auch höchstwahrscheinlich nicht machen. Ja, also Seiten oder Gruppen. Dann haben wir Instagram. Auch hier solltest du auf jeden Fall mit Personen zusammenarbeiten, ja. Also keine Seiten sozusagen wieder, zum Beispiel gibt es bestimmt Seiten, die tolle Bilder posten von Reisen etc. Aber jemand, der aktiv als Person immer wieder auftaucht, der ist deutlich interessanter. Ja? Also keine Seiten hier nehmen. Und jetzt meiner Meinung nach mit die beste Plattform allgemein, um Marketing zu machen, ist YouTube. Woran liegt das? Auf YouTube sind die Zuschauer einfach viel, viel, viel länger. Das heißt, deine Kunden, die auf YouTube sind und sich zum Beispiel ein Video anschauen, die werden das natürlich nicht nur für ein oder zwei Sekunden anschauen, wie zum Beispiel Instagram, wenn man da durch den Feed scrollt, sondern teilweise für 2, 3, 4, 5 Minuten. Ja, das heißt, du kriegst viel mehr Aufmerksamkeit und kannst dein Produkt viel, viel besser erklären, was natürlich ein großer Vorteil sein kann.
Und hierbei kannst du auch sehr, sehr gut wieder mit Personen zusammenarbeiten. Zum Beispiel wird es sicherlich einfach Channels geben, die sich nur damit beschäftigen, wie schminkt man sich richtig. Und die haben immer wieder neue und andere Leute da in ihren Videos drin. Das heißt, es ist nicht immer die eine und dieselbe Person. Das kann auch sehr gut funktionieren auf YouTube. Aber auch hier natürlich wieder Personen, die ihre Channel sozusagen betreiben und dann natürlich aber auch in der jeweiligen Nische aktiv sind. So, das sind im Grunde genommen die drei Plattformen, auf denen ich das Ganze größtenteils dir empfehlen kann zu machen. Und jetzt gehen wir in den nächsten Step. Und zwar, du weißt jetzt, was ist wichtig für deine Influencer, was musst du haben. Du weißt, wo du sie finden kannst. Du weißt, auf welcher Plattform du sein möchtest. Jetzt müssen wir uns natürlich fragen, wie findest du denn jetzt den Influencer, mit dem du zusammenarbeiten möchtest, beziehungsweise wie baust du auch Kontakt, wie nimmst du Kontakt zu ihm auf und fragst den, ob das Ganze möglich ist. Dafür nehmen wir uns hier wieder den Computer und wir gehen jetzt einfach mal auf Instagram rein und suchen hier auf Instagram, das ist mein Tipp an dich, mit Hashtags. Ja? Das heißt, wir geben Hashtag ein, was hatten wir jetzt gerade gesagt, wir hatten zum Beispiel Angeln. Ja, das bedeutet, du kannst mal ein bisschen zu deinem Produkt hin und her überlegen. Ja, und gibt es dann einfach Sachen ein, die Leute gerne machen oder wo es Sinn ergeben würde, das als Hashtag zu benutzen. Und dann siehst du, und das ist eine coole Sache bei Instagram, vielleicht kannst du sogar ein bisschen besser am Handy suchen, das geht wahrscheinlich ein bisschen schneller, dass Instagram hier immer oben beliebteste Beiträge anzeigt. Das heißt, Leute, die auch ein bisschen mehr Likes haben. Und dann kannst du hier zum Beispiel so durchgehen und einfach mal schauen, wer hat denn hier so relativ viele Likes. Ja, wir sehen jetzt zum Beispiel, glaube ich, ja genau, das hier waren 2400 Likes und dann siehst du, okay, wer hat das gepostet, dieser Thunderkant. Und wenn du hier jetzt bei dem auf dem Profil bist, dann siehst du auch direkt, okay, der hat 24.000 Abonnenten knapp. Das bedeutet, das passt schon mal überein mit dem, was wir haben möchten. Und Coaching und Tracking für Thunderangeln, der hat hier auch so eine Internetseite, dann kannst du mal kurz durchscrollen. Okay, das ist definitiv, was themenrelevant ist. Und die Interaction Rate scheint auch sehr gut zu sein. Das heißt, hier haben wir zum Beispiel 2500 Likes, das sind knapp über 10%. Ja. Also das sollte alles kein Problem sein. Hier sehen wir auch mal ab und zu mal ein paar weniger, aber alles definitiv über diesen 2-3%, die wir so als Mindestsache gesehen haben. So, und jetzt, wie baust du sozusagen Kontakt zu dem auf? Dafür gehst du auf den Link, den die Leute hier anbieten. Das ist eigentlich bei fast jedem größeren Account so, dass sie einen Link haben oder eine E-Mail-Adresse. Wenn wir diese E-Mail-Adresse drin haben, dann kannst du direkt da drauf gehen. Ansonsten gehst du über den Link, jetzt hat er hier eine Website. Scheint jetzt hier irgendwie ein Shop oder sowas zu sein. Genau. Und egal im Grunde, wo du jetzt drauf kommst, das ist wie gesagt nur ein Beispiel, das kann ja ganz verschieden aussehen, kannst du jetzt hier unten, ja, auf jeder Website ist das, wenn wir einmal den Datenschutz machen, auf jeder Website ist das, aufs Impressum draufgehen. Ja? Und auf dem Impressum findest du immer die E-Mail-Adresse. In diesem Fall shop.zanderkant.de. Gut, es ist jetzt ein Shop, das wäre vielleicht nicht perfekt. Wir könnten dann vielleicht nochmal weitersuchen. Kannst noch nach weiteren Beiträgen suchen. Ja, aber so im Grunde genommen funktioniert das. Du gehst auf Instagram, du suchst mit dem Hashtag und du suchst dir Personen raus und schreibst den auf Impressum. Und das gleiche kannst du machen bei Facebook. Ja, auch bei Facebook kannst du mit Hashtags suchen. Bei YouTube kannst du im Grunde genommen direkt einfach in die YouTube-Suche gehen, nach themenrelevanten Sachen suchen. Und dann, was du eben auch machen kannst, wenn du irgendwas gefunden hast, was interessant ist, dann kannst du auch nach ähnlichen Kanälen suchen. Zum Beispiel auf YouTube gehst du auf den Kanal, kannst ähnliche Kanäle angucken. Bei Instagram kriegst du Vorschläge auch von ähnlichen Sachen. Und so findest du extrem schnell viele Influencer, die für dein Produkt und deine Zielgruppe sehr, sehr interessant sein können und wo deine Zielgruppe sich letztendlich auch auffällt, die du dann erreichen möchtest. So, und jetzt ist natürlich die Frage, okay, was schreibst du in diese E-Mail rein? Und dabei ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass du nicht reinschreibst, hey, ich biete dir so und so viel Euro, mach diesen und diesen Beitrag. Ja, sei nicht so befehlerisch, sondern schreibe wirklich dem Influencer, den Influencern einfach erstmal, wie ihre Follower von deinem Produkt profitieren können, wer du überhaupt bist, was du machst. Ja, sei freundlich und zeige ihnen direkt auch den Mehrwert für ihre Follower und dass sie vielleicht sogar mit deinem Produkt mehr Follower aufbauen können. Ja, eine bessere Bindung zu ihren Followern haben und dann auch, was sie davon haben, dass du sie beteiligen würdest zum Beispiel, je nachdem, wie du das machen möchtest, oder eben, dass du ihnen einen festen Betrag gibst, wie viel da für sie drin wäre. An der Stelle kann ich dir aber auch schon als Erfahrung empfehlen, dass es manchmal besser ist, dass du ihnen das nicht direkt schreibst, sondern auf Nachfrage das Ganze machst, ja, dass du sie sozusagen fragst am Ende, okay, wie teuer wäre das Ganze? Und dann bekommst du sicherlich eine Antwort und damit kannst du weiterarbeiten. Ja, wenn du direkt reinschreibst, hier, das und dies, mach das so und so,
dann wird er dir höchstwahrscheinlich nicht mal antworten. Was zum Beispiel eine coole Sache ist, um deine Antwortrate krass zu erhöhen, ist zu sagen, hey, ich gebe dir irgendwie 5 oder 10 Artikel umsonst, die kannst du bei dir verlosen für deine Abonnenten oder die kannst du auch selber benutzen, wie auch immer. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die sehr, sehr gut ankommt, bei mir in der Vergangenheit auch super gut funktioniert hat. So, und jetzt natürlich noch die Frage, okay, was willst du denn überhaupt vom Influencer, beziehungsweise wie soll diese Veröffentlichung deines Produktes etc. aussehen, wie soll er das Ganze bewerben? Fangen wir einfach mal an für die Plattform Instagram. Wir werden das jetzt gleich für die drei Plattformen einmal machen. Das ist extrem wichtig, dass du weißt, worauf es ankommt, denn da machen viele Leute extreme Fehler, die dann später dazu führen, dass sie Geld verschwenden. Und dann werde ich dir gleich auch noch erzählen, wie viel das Ganze wahrscheinlich kosten wird. So, auf Instagram möchtest du erstmal mindestens einen Post. Ja, das heißt, in einem Bild, was der Influencer postet, soll dein Produkt oder soll in irgendeiner Art und Weise auf dein Produkt verwiesen werden. An dieser Stelle eine Sache, die sich ganz klar verkauft, immer sind Emotionen. Das bedeutet einfach nur ein Bild vom Produkt ohne dein Influencer etc. Ist Bullshit. Ja? Dann kannst du auch eine Instagram-Ad schalten, denn das ist letztendlich das, was du vom Influencer willst. Du möchtest, dass er sozusagen mit dem Produkt und seiner Zielgruppe sagt, hey, das Produkt mag ich auch gern. Das heißt, du möchtest einen Post haben und hierbei solltest du vereinbaren, dass der oder diejenige eben nichts mehr an dem Tag postet. Nichts anderes mehr postet, ja, dass das sozusagen ganz oben steht. So, kürzen wir das Ganze mal ab, ist, denke ich, verstanden. Und zweitens, was auch extrem wichtig ist, dass er das Ganze in seine Story packt. Warum ist das so extrem wichtig? Erstmal kann man bei Stories, hat man einen Vorteil, da kann man diese Swipe-Up, diese Links reinsetzen. Das heißt, das hast du ja bei den Posts im Grunde genommen nicht. Und die Story werden auch mehr Leute sich ansehen als das Bild, beziehungsweise damit interagieren. Das ist eine extrem gute Sache, denn wenn man jetzt 200, 300 Leuten folgt zum Beispiel, dann muss man ewig viele Bilder sich am Tag angucken. Das machen natürlich nicht alle, aber sie swipen eben durch die Stories. Das heißt, das ist auch extrem wichtig. So, und jetzt drittens, du möchtest natürlich hierfür einen Link in der Bio haben, ja? Also bei Instagram, dass sozusagen derjenige auch irgendwie darauf kommen kann. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Egal, ob du über eine Webseite, über Shopify, was auch immer verkaufst, möchtest du natürlich, dass da ein Link drin ist. Ansonsten vielleicht, wenn du auf Amazon verkaufst und schon relativ weit oben rankst, kannst du natürlich auch sagen, such da und danach auf Amazon, wenn dann das Private Label oder die Brand da relativ gut erkennbar ist auf dem Bild, was natürlich der Fall sein sollte, dann kann das auch so funktionieren, aber in der Regel mit dem Link ist das natürlich deutlich, deutlich besser und du hast die Kunden eben direkt bei dir auf der Seite. So, wie sieht das Ganze bei Facebook aus? Bei Facebook im Grunde genommen ist es etwas einfacher, denn bei Facebook kannst du den Link ja direkt mit in das Posting reinschreiben. Also, wenn du das auf einer Seite machst, dann möchtest du natürlich auch einen Post haben plus Verlinkung. Wenn du bei den Gruppen etwas postest, dann willst du natürlich auch einen Post haben, aber zu diesem Post möchtest du natürlich auch, wie gesagt, hier die Verlinkung, das ist, denke ich, klar, aber du möchtest, dass das Ganze als Ankündigung markiert wird. Das bedeutet, in der Gruppe steht das dann ganz, ganz oben. Das ist extrem wichtig, denn rein theoretisch kann der Admin etwas posten in dieser Gruppe und das sollte auch der Fall sein. Der Admin sollte das am besten posten, ja, aus der Gruppe. Und wenn dann irgendwie 10 Leute danach irgendeine Frage oder sowas in die Gruppe stellen, dann ist dein Beitrag ganz weit unten. Die wenigsten Leute werden den sehen. Deswegen definitiv sollte das Ganze als Ankündigung markiert werden, dann bleibt das ganz oben stehen. Und das würde ich sagen für mindestens einen Tag. Ja, für mindestens einen Tag, am besten 2 oder 3 Tage. So, auf YouTube ist das Ganze natürlich etwas komplexer, denn du kannst sowohl bei der Facebook-Gruppe als auch bei der Instagram-Sache natürlich relativ einfach dem Influencer sagen, hier mach ein Bild mit dem Produkt etc. Das ist eine einfache Sache. Bei einem Video aber sollte der Influencer schon dein Produkt wirklich benutzen, ihm wirklich zeigen, was kann dein Produkt oder natürlich auch wieder hier die emotionale Bindung, einfach das gar nicht so unglaublich großartig erwähnen, sondern es einfach nur benutzen und dann ganz am Ende einen Verweis darauf machen, wo man dieses Produkt bekommen kann. Zum Beispiel bei Angeln, da habe ich auch in meinem Buch ganz hinten den Verweis drauf gepackt. Wäre es möglich, dass der nicht die ganze Zeit vor der Kamera sitzt und sagt, dieses Produkt heißt so und so und kann dies und das. Ja, sondern dass er einfach angeln geht damit, Fische fängt damit und am Ende des Tages sagt, hey, schau mal, mit der Angel haben wir das heute gemacht. Ja, das bedeutet, du möchtest an dieser Stelle eine Erwähnung, das reicht uns, ja. Wir brauchen nicht ein komplettes Video nur über ein Produkt. Ja, was aber auch möglich ist, sind zum Beispiel Videos wie zum Beispiel Tests, ja, Tests, Unboxings oder wie gesagt, einfach benutzen, schreibe ich jetzt mal. Ja, das ist sozusagen einfach, dass das Produkt im alltäglichen Gebrauch gezeigt wird und anschließend dann eben
erwähnt wird. Auch dabei, Link kann man unten super gut in die Beschreibung packen. Jetzt ganz wichtig, was ich dir gesagt hatte, für alle Leute, die auf Amazon verkaufen, da werde ich einen Videolink gleich einblenden hier. Dieses Video musst du dir unbedingt anschauen, denn du solltest nicht direkt einfach den Link deines Produktes da reinpacken, sondern du solltest da eine bestimmte URL für verwenden, damit Amazon dir auch am Ende des Tages diese Energie für den Sale gibt. Ja, dass du sozusagen in den Rankings auch höher steigst und sich die Ausgaben hierfür lohnen. So, kommen wir also zum letzten Punkt, zu den Ausgaben. Ich hoffe, man kann das Ganze noch sehen. Ja, sieht gut aus. Und zwar, was bezahlt man für Influencer-Marketing? Ich gebe dir einen Tipp. Gerade wenn du etwas mit etwas größeren Influencern zusammenarbeitest, solltest du versuchen, das Ganze als Beteiligung zu machen. Ja, als Beteiligung. Das bedeutet, du sagst ihm, hey, du wirst 10% oder 15% oder 20% von den Umsätzen bekommen. Ja, wie kann man das Ganze machen? Du könntest zum Beispiel, wenn du das auf einer Private-Website machst, kannst du natürlich irgendwie den Link kennzeichnen. Du kannst auch zum Beispiel sagen, dass der pro Lead, also pro Klick etwas bekommt. Das könntest du machen, indem du einfach ein Link-Kürzungstool nutzt, wie zum Beispiel Bitly. Ja, das ist total easy. Dann kannst du einfach den jeweiligen Link kürzen. Der packt das bei sich rein und siehst ganz genau, wie viele Klicks dazu entstanden sind. Ansonsten geht das natürlich auch über Partnerprogramme etc. Das ist sehr, sehr gut, weil da gehst du im Grunde genommen kein Risiko ein. Du weißt, was du bekommst und wie viel du dafür bezahlst. Die meisten Leute machen das nicht. Das ist, wie gesagt, das ist das Allerbeste, wenn du das mit einer Beteiligung oder eben für Klicks etc. bezahlst. Ansonsten, aber bei Festpreisen ist es üblich, zwischen einem Cent und 10 Cent pro Follower zu bezahlen. Und jetzt kommt es unglaublich darauf an, wie viel Gewinn du pro Produkt machst. Ja, das bedeutet, ein Produkt, was jetzt 15 Euro kostet, wo du 1,50 Euro am Ende des Tages an Gewinn machst, da ist es natürlich so, dass du hier irgendwie 1, 2 oder 3 Cent maximal bezahlen möchtest. Wenn du aber ein Produkt hast, was sich vielleicht für 50, 55 Euro verkauft, dann kannst du auch etwas mehr ausgeben, wenn du halt eine Marge hast von, sagen wir mal, 10, 15 Euro, Profit pro Verkauf. Ja, das ist dann kein Problem. Das musst du ein bisschen bewerten, aber das sind normale Preise. Und ganz wichtig, auf YouTube ist es durchschnittlich teurer, also eher hier im oberen Bereich. Es kann zum Beispiel auch mal sein, dass jemand sagt, hey, ich will 15 Cent dafür haben. Aber wenn der dich sonst überzeugt von seinem Inhalt, von seinem Content etc., dann ist das auch eine Sache, worüber du auf jeden Fall mal nachdenken solltest. Denn auch das sind natürlich wieder nur Richtlinien. Und eine Sache nochmal ganz am Ende, die unglaublich wichtig ist, einfach um das nochmal zu verstehen, dass es wirklich sich lohnt, auch Influencer-Marketing mal auszuprobieren, sich da mal ein bisschen vorzutasten, ist die, dass wenn wir davon ausgehen, wir hätten jetzt jemanden, der hätte 20.000 Follower, ja, relativ wenig, der wird auch verhältnismäßig noch ein bisschen günstiger sein. 20.000 Follower, ja, und der macht jetzt zum Beispiel ein YouTube-Video. Und von diesen 20.000 Leuten sehen 10.000 das Video, ja, und von denen klicken 10% auf den Link am Ende, ja, dann hast du 1.000 Leute auf deinem Produkt, auf Amazon allein. Es ist unglaublich, wie viele Klicks auf dein Produkt kommen, wie ich das im Ranking nach oben pushen wird. Und wenn von denen alleine, sagen wir mal, nur 5% das Produkt dann kaufen, dann hast du 50 Sales, ja, 50 Sales. Und das kann dich, ja, je nachdem natürlich, wo du verkaufst, also zum Beispiel Amazon ist es einfach extrem viel wert. Du kannst erstmal mit diesen 50 Sales direkt Gewinne machen. Also sagen wir mal, du machst 10 Euro Gewinn, dann sind das 500 Euro Gewinn. Je nachdem natürlich, wie groß der Influencer ist. Aber sagen wir mal, du willst 2 Cent ausgegeben, bei 20.000, dann sind das nur 400 Euro. Ja, du musst nur 400 Euro ausgeben, machst einmalig diesen Gewinn und hast dann obendrauf noch diesen extrem großen Vorteil, dass Amazon natürlich Traffic von außerhalb mag, mehr Leute auf ihre Plattform draufkommen und dich so weiter oben ranken und du nachhaltig deine Sales alleine über Amazon verdoppeln, verdreifachen etc. kannst. Ja, gerade im Lounge oder vor Weihnachtsgeschäften etc. ist es extrem interessant. Okay? Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich hoffe, du hast ein paar neue Eindrücke bekommen, wie Influencer-Marketing funktioniert. Du hast einige Sachen gelernt. Wenn dem so ist, lass mir bitte einen Daumen nach oben da. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video hier auf meinem Channel. Für alle Online-Händler, vor allen Dingen auf Amazon, abonniert den Kanal. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Vielen Dank fürs Anschauen von diesem Video. Und für dich, wenn du auf Amazon verkaufst, solltest du jetzt unbedingt, wie gesagt, das Video anschauen, auf dem ich dir genau zeige, mit welchem Link, mit welcher URL du es schaffst, dass Amazon dir von externem Traffic wirklich deutlich mehr Energie für dein Ranking gibt. Ansonsten habe ich hier ein super interessantes Video für dich, welche Produkte 2020 funktionieren. Denn bevor wir Marketing machen können, brauchst du natürlich ein Produkt. Schau es dir also an. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.